Willkommen hier bei FIFA 16. Ja, ich habe es endlich geschafft, dieses Spiel zu installieren, was jetzt locker 3 oder 4 Stunden gedauert hat. Und ich kann jetzt endlich zocken. So, ich denke mal, die das sehen werden, kennen FIFA. Das ist hier die Karriere mit Borussia Dortmund. Und ja, ich habe das Transferfenster offen gelassen. Und ja, jetzt werde ich ein paar Einkäufe tätigen. Der erste Einkauf wird der hier sein. Das ist der, glaube ich, oder? Ousmane Dembele, ja. Kontaktieren für Kauf. Angebot absenden. So, dann. Ich glaube, der heißt Munir. Nee, warte, Munir war wieder was. Ne, warte, das war, ich glaube, mal kurz raus. Ich muss weg, zurücksetzen. Nationalität. Ich glaube, das ist ein Stürmer. Der ist jetzt zuletzt zu Borussia Dortmund gewechselt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Alle. Wie heißt der? Welchen Namen, welchen Namen sehe, weil ich weiß es. Kein Defensivmann. Wie heißt der? Okay. Dann warten wir jetzt erstmal, ob wir den kriegen. Zack. Dembele ist erst hingewechselt. Scheiße. Das ist nicht gut. What the fuck? Hätte ich trotzdem gerne Arturo Vidal, hat einen Wert von 32k. Wir machen mal 23 und
Kack aber. Zack. Okay. Weiter geht's. Transferangebot für Mats Hummels. Also der ist locker seine 70 wert. Ist meine Meinung. Ist auch von Chelsea, also gegen die werden wir auch spielen. Und ja. Wir brauchen das Turnierpreisgeld, deswegen werde ich die Spiele spielen. Und dann geht's hier auch schon direkt los. Lol, Alter. Und damit läuft sie, die Gruppenphase. Die erste Partie ist angepfiffen, wichtig, direkt gut in den Wettbewerb zu starten. Und so tritt der BVB heute also an. Bei Ihnen sehen wir hier okay, und das heute war ein schon klassisches 4-5-1. Von Marcel Schmelzer, unsere Linksverteidiger. Was da sind Ziele von mir diese Saison, ist der auf jeden ist Fall David Alaba. Florenzi. El Shaarawy spielt bei... El Shaarawy. Lol, ich hab dann spielt er bei Eisbrunnen. Und das war's mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Oh Gott. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Schuss! Nice. Gut verteidigt von Sokratis, das hätte gefälscht werden können. Pischcheck. Komm, Pischcheck, zieh. Ah, schade. Der Ball wieder bei Dortmund. Castro am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Kagawa. Schön gespielt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Er versucht's. Er versucht's einfach mal. Schade. Aber natürlich auch eine. Oh, der Schuss war ziemlich nice von Gundogan. Und diese Vorlage war Zucker. Nun ist Rotmann. Da verliert Castro den Kopfball. Nainggolan jetzt am Ball. Adada. Alter, ja, El Shaarawy ist echt schnell. Fällt jetzt das Tor! Das hätte Strohmann! Der Ball geht deutlich neben das Tor. Schön verteidigt. Reus. Ups. Florenzi. Hoppala. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Und Kagawa. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Einwurf für AS Roma. Ausgelöst von Aubameyang. Ja. Manolas. Florenzi. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Und nun Nainggolan. Das Dumme ist, wichtig, ich dass bin er hier kein Grätscher im FIFA. Und jetzt der ich spiele eher mit der Kreisattacke. Jetzt könnte der Pass kommen. Und das Dumme ist halt, dass bei Computern die Kreisattacke nicht hilft. Alles draußen gibt Einwurf für Dortmund. Ja, das ist immer so eine Sache. Nur ein Pisscheck. Castro am Ball. Ein Solala-Pass von Pisscheck. Und Castro mit dem Fehlpass. Mohamed Salah. Ich hatte gerade eben eine Draft-Runde, die habe ich aufgenommen. Die ist mir aber leider abgekratzt. Sie versuchen und das Spiel jetzt auch echt zu machen. Also, der Gegner hatte 90%, glaube ich, war von ihm aus Tots. Und ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 Tots oder so. Die hat mich einfach komplett zerrobbt. Es hat geleckt wie Sau. Ja,
war frustrierend. Ich habe dann Ultimate Team auch ausgemacht, weil nach so einer Niederlage sollte man dann doch vielleicht nicht nochmal online spielen. Da hat der Torwart, da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht abseits, dick zu abseits. Spät. Abseits, das ist echt so ein Unwort. What the fuck, was war das? Alles klar, Castro steigt nicht mal hoch. Nein, er denkt sich so, okay, ich krieg den Ball eh nicht. Aubameyang. Souverän, er hat den Ball. Ich würde sagen, ausbaufähig, die Leistung des BVB. Alter. Das wird gefährlich. Okay. Es gibt nice, richtig guter Freistoßpunkt. Es gibt Gelb und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden, ist eine gute Position. Und der geht nur ganz knapp daneben, der Freistoß. Ein richtig guter Versuch. Schön aber an der Mauer vorbeigespielt. Leider ein 1-2 Meter zu weit nach links. Nach rechts. Der Rossi. Sokrates jetzt. Schön verteidigt von Sokrates. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf. Den Pass spielt er gut. Er schießt. Borussia und macht das Tor. Das Tor durch Kagawa. Sau nice. Und das wird ihn jetzt richtig Aufwind für die zweite Hälfte geben. Ja klar, wenn du so kurz vor der Pause triffst, das ist ein gutes Gefühl. Und das gibt dir schöner natürlich Schuss. Nochmal richtig Dampf oben für den zweiten Abschnitt. Der perfekte Ecke. Zeitpunkt. Wichtig für Dortmund. Perfekt. Damit führen sie jetzt. Schön nochmal nachgesetzt in der Nachspielzeit. Das ist sehr wichtig. Und jetzt ja, das sind gute Voraussetzungen. Marcel Schmetter jetzt auf den Vor. Gut geklärt, das war wichtig. Einmal zu oft weg. Scheiße. Okay. Zur Pause steht 1-0. Knapper Vorsprung. Aber Auber gefällt mir da vorne nicht. Ich werde mal Ramos einwechseln. Dortmund wird jetzt wechseln. Stürzen wir uns also Ramos hinein, gemeinsam in Hälfte 2 in diesem ersten Gruppenspiel. Mir persönlich hat die erste Hälfte sehr gut gefallen. Gerne mehr davon. Strootmann. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang? Der Ball kommt. Ball im Aus, ja, gibt Ecke, voll so gute Gelegenheit. Er köpft ihn. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlt ihm vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte kein schlechter Schuss. Der war bei Gott nicht von schlechten Eltern. Aber und bei dann der doch nicht von Erfolg gekrönt. Der neue Mann steht schon bereit. Vegetarian jetzt. Gündogan auf dem Vormarsch. Ja, schade. Ich soll den Pass von Gündogan. Nangolan spielt den Ball direkt zurück. Emerson jetzt auf dem Flügel. De Rossi ist auch ein sehr, sehr starker Spieler. Also AS Roma ist an sich ziemlich stark. Was ich aber nicht wusste, wie gesagt, ist, dass El Charabi dort spielt. Das macht sehr gefährlich, weil El Charabi einfach so ein richtiger Flügelflitzer ist. Nangolan jetzt aber. Ja. Oh, schön verteilt. Scheiße. Jetzt der. Jawohl, Gündogan. Jetzt Vegetarier. Gonzalo Castro. Wo ging der denn Ball? Wo ging der Pass denn mit dem, ey? Das Drop ist nicht ganz da, war. Den Zweikampf muss er jetzt also annehmen. Ich werde auf jeden Fall die zentralen Mittelfeldspieler. Macht er ihn! Den Ball ach, kann der Torwart aufnehmen. Er oh, steht fuck. Gut und ich hat den Ball. So gedrückt. Und er schießt! Mittelfeldspieler wird auf jeden Fall trainieren. Man kann ja da ein bisschen hochgucken. Da wird auf jeden Fall Castro und Gündogan dabei sein. Gündogan für lange Schüsse. Das kann er zwar schon ganz gut, aber der braucht halt mehr Kraft, was das anbetrifft. Und mehr Treffsicherheit, was das abfällt. Die Chance zum Tor abgepfiffen. Fahne hoch. Nice.
Schmelzer.